Hallo Rasenfreaks, ja, ich bin ein bisschen neidisch auf den Swordman, weil der schneidet wirklich, wirklich super das Gras bzw. das Papier, das Probepapier. Und mein Edco, der schneidet überhaupt nicht mehr. Und deswegen habe ich jetzt gerade hier schon mal die untere vordere Kante. Ja, das Messer geht hier über das Untermesser rüber. Und die vordere Kante, damit hier so eine richtig scharfe Ecke entsteht, diese vordere Kante, habe ich jetzt einmal übergeschliffen. Die fühlt sich jetzt schon relativ scharf an. Das können wir ja mal testen. Jetzt testen wir. Ich habe ihn erquickt auch ein bisschen. Nee, guck dir das an. Es schneidet überhaupt nicht. Mittig auch nicht. Aber er jault schon, es ist auch nicht. Ja, hier schneidet er fast. Da ist er gar nicht so schlecht. Weil hier ist er gruselig. Wenn ich ihn jetzt so weiter randrehe, ist er noch lauter, aber der Schnitt wird nicht unbedingt besser. Noch einen ran. Jetzt ist er richtig fest. Und er schneidet immer noch nicht gut. Das ist furchtbar. Das ist grausam. So, jetzt will ich backlappen. Und da ihr das vielleicht in alten Videos noch nicht gesehen habt, dachte ich, zeige ich euch das nochmal. Backlappen heißt, die Spindel rückwärts drehen lassen. Und dann hier eine Schleifpaste drauf zu packen. Das machen wir jetzt. Yeah! So, dazu muss ich hier seitlich den Deckel abnehmen, dass er jetzt kein Drama ist. So, zack, Deckel ab, Lager ab, Ring verlieren, fettige Finger. Hier gehe ich jetzt mit einer Nuss drauf, um die Spindel rückwärts drehen zu lassen. So, Freaks, dann habe ich hier jetzt die Schleifpaste, die Lapping Paste mit 120er Körnung. Das ist so eine zähe Paste mit Schleifkörnern drin. Ganz fein. Es gibt die auch in 80er Körnung. Wenn man also ein sehr stark verschlissenes Messer hat, braucht man 80er Körnung. Guckt euch das an hier. Oh, diese ganzen, das rostet alles weg. Den muss ich, glaube ich, auch mal sanieren hier. Kacke. Boah, ey. Ja, die Maschinen verschleißen. Der ist jetzt auch schon 15 Jahre alt. Junge, Junge, Junge. Aber macht nichts. Hauptsache, sie funktionieren. Was ich jetzt wieder brauche, ist meine liebe Frau, die nämlich die Bohrmaschine bedient. Ah, doch 24, Mann! So. So, passt. Nuss, Schleifpaste. Dann so ein Pinsel, möglichst mit einem langen Holzgriff, damit man nicht in die Messer reinkommt. Und dann die Schleifpaste hier oben drauf verteilen. Das rum. Also gegen die Schneidrichtung drehen. Los. Gut. Warte, warte, warte. Jetzt. Oh, er rollt. So, Freaks, wir gehen jetzt noch mal eine Stufe ran. Klack. Und da auch. Klack. Und dann nochmal. Ich hoffe, die Kamera überlebt das. So.
So, da sieht man jetzt die ganze Paste drauf. Da. Gut, jetzt spülen wir das mal ab. Also so ein Eimer, der hält ewig. Das sieht doch gierig aus. Das ist ja schön glatt geworden. Sehr schön. Sehr gut. Lassen wir mal an. Lassen wir ihn mal an. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Ha! Ja! 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 Wow! Geil! Yeah! Geile Sache! Also ich bin ja doch wirklich ein großer Fan vom Backlapping, weil man kriegt seine Spindel mit Hausmitteln zu Hause in der Werkstatt wieder scharf. Und das ist nicht so aufwendig, finde ich. Dafür muss man die Spindel nicht immer zum Schleifen bringen. Ich habe das jetzt schon, das Gerät, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal zum Schleifen gebracht habe. Wenn man regelmäßig backlappt, wenn man regelmäßig die Spindel nachschleift, durch dieses Rückwärtsdrehen, wird sie wieder toll scharf und sie läuft leise. Es ist fantastisch, es ist mega cool. Und so kann man seine Spindel lange erhalten, ohne jetzt viel Geld für ein richtiges Profischleifen aufzugeben. Ja, cool. Und jetzt mähen wir. Der Rasen sieht schön grün aus, aber wisst ihr, was ich schon sehe? Der Hammer. Es geht los. Der Rasen fängt an zu blühen. Im ersten Mal habe ich einen Schock bekommen. Aber dann lila. Das heißt, die Poa pratensis fängt an zu blühen. Naja. Interessant. Überall kommen jetzt die Blüten raus. Wahnsinn. So, liebe Rasenfreaks, @Komet
Edkomet gut. Jetzt kommt hier gerade die Sonne raus. Es wird jetzt schön. Herrlich, genießt es einfach. Genießt die Sonne. Bleibt locker und entspannt. Ich werde jetzt hier ganz entspannt mähen. Und dann freue ich mich auf euch im nächsten Video. Irgendwann wird es natürlich auch den spannenden Vergleich zwischen dem Swordman und dem Edco geben. Oder Allet heißen die Dinger heute. Ja, das kommt natürlich, der große Vergleich. Welcher Mäher ist der bessere? Alt gegen neu, modern gegen klassisch. Ja, das wird sicherlich klasse. Also, abonniert mich, macht die Glocke an und dann seid ihr gleich dabei, wenn mein neues Video da ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.